zurück zum nächsten Teil in der Reignited Trilogy. Und zwar Dragon haben wir fertig. 120%. Ja. Und jetzt kommen wir zu Spyros Ryptos Rage. Bin gespannt. Hört es jemals auf zu regnen? Ich habe vergessen, wie die Sonne aussieht. Wir sollten in Urlaub fahren. Ins Warme. In die Sonne. Drachenufer. Yeah. Da war ich nicht mehr, seit wir Nasty Nog besiegt haben. Wie sieht's aus, Bugs? Hast du Lust auf einen Strandurlaub? Der letzte ist ein Nog. Ab in den Urlaub. Funktioniert das, Professor? Beinahe. Nur noch ein paar Änderungen an den Kugeln und... Vielleicht ist das keine so gute Idee. Ein Drache hier könnte Ryptor noch wütender machen. Ganz ruhig, Jäger. Und hör auf zu zappeln. Denk an das Buch des Professors. Sie haben Krallen, riesige Zähne und sie können Feuer spucken. Die klingen viel gefährlicher als Ryptor. Genau darum geht es doch. Ein Drache ist unsere einzige Chance gegen Ryptor. Das weißt du. Es klappt. Es klappt. Ich habe einen Drachen. Was? Doch kein Urlaub? Boah, harte Landung. Hi, wo geht's zum Strand? Hey, guckt nicht so. Habt ihr etwa noch nie einen Drachen gesehen? Du bist ein Drache? Hast du ein Problem damit, Kätzchen? Fian! Jemand hat vergessen, mich auch einzuladen. Wollt ihr etwas vor mir verbergen? Ein Drache? Ihr habt einen Drachen nach Avalon geholt? Avalon. Ich hasse Drachen! Rush, auf ihn! Auf ihn! Du Idiot! Das war mein Zepter! Wir sprechen uns später! Wer war das denn? Das war Ryptor. Und wir müssen ihn loswerden. Er macht uns hier jede Menge Ärger. Aber ich habe keine Zeit zum Erklären. Hier, nimm das magische Buch über Avala. Es wird dir helfen, unsere Welten zu verstehen. Erstmal muss ich Ryptor folgen und sehen, was er vorhat. Wir treffen uns im Sommerwald, okay? Hey, immer langsam! Wieso passiert uns sowas nur ständig, Kumpel? Alles klar. Das Abenteuer beginnt. So, dann sind wir wohl jetzt in Avala. Ohne Strand. Kein Urlaub. Wer bist du? Glimmer, Spyro. Leider ist gerade eine Echsenmeute aufgetaucht, die alle unsere Edelsteine klaut. Kannst du sie aufhalten? Klar. Oh, schön. Mit Edelsteinsuche geht immer noch. Dann heißt es wohl, wir versuchen wieder alle zu bekommen. Ah. In der ersten Welt rennen sie wieder alle weg. Die Edelsteine sehen jetzt ein bisschen auch anders aus. Genau. Hey, keine Angst. Ich krieg von denen irgendwelche blauen Kugeln, Seelen, keine Ahnung. Jetzt weiß ich ja wenigstens auch, wie Sparks funktioniert. Dann sterben wir ja hoffentlich nicht mehr so oft.
Irgendwie tun die mir leid. Die wehren sich gar nicht und ich hau die einfach kaputt. So, da hinten ist noch was. Sparks, was sagst du? Wo lang? Ah. Da lang. Naja, okay. Sammel die erstmal. Immer noch. Jetzt geht's nach unten. Gut. Hi Spyro. Ich bin eine Freundin von Elora. Sie hat mich gebeten, dir zu helfen. Wann immer du mich findest, merke ich mir deine Fortschritte. So etwa. Dieser Funke heißt, dass ich dich hierher zurückbringe, wenn du in Schwierigkeiten gerätst. Dankeschön. Bis später. Bis später. Schon wieder einer, der weg rennt. Die armen Viecher. Und keine Chance. Hey, die tun mir irgendwie leid. Die machen gar nichts. Wir Edelsteinhauer sind etwas zu klein, um auf diese Leitern zu klettern. Du wohl auch. Besuche mich in Glimmer, wenn du klettern gelernt hast. Wir lernen also klettern. Okay. Also gibt's hier im zweiten Teil wahrscheinlich auch um... Naja, um einiges jetzt nicht, aber auf jeden Fall mehr Fähigkeiten. Ja, bevor ich zu dir gehe, mache ich erstmal da unten alles. Ich frage mich immer noch, was diese Seelen oder was das sein soll, machen. Nein. Oben. Okay. Wir gehen aber erstmal wieder zurück und dann reden wir mal mit dem... Bären. Ah, du musst der Drache sein, von dem alle reden. Tja, Drache hin oder her. Die Brücke zu öffnen, wird dich leider etwas kosten. Das macht 100 Edelsteine, wenn du rüber willst. Ist es einer? Ja. Danke, werter Drache. Spyro, richtig? Ab sofort kannst du die Brücke jederzeit benutzen. Kostenlos. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn du noch mehr Edelsteine hast. Boah. So fängt das Spiel also an, ja? Jetzt muss ich auch noch... Wenn du Aktion drückst, kannst du dich umsehen. Probiere es doch gleich einmal in dieser Höhle. Na, hab ich doch schon. Oh. Da geht's hoch irgendwie. So. Da nicht. Habe ich jetzt irgendwas verpasst, dass ich da drüben irgendwie hoch kann? Nee, ich schätze mal, da brauche ich auch irgendeine... Du bist noch da? Hilf lieber den Edelsteinhauern und lass dir den Weg zum Sommerwald zeigen. Ja, okay. Irgendeine Fähigkeit, damit ich höher springen kann oder so. Naja, komm. Gehen wir erstmal hier hin. Danke für deine Hilfe im Kampf gegen die Echsen, Spyro. Bitte nimm diesen Talisman von Glimmer als Dankeschön an. Das magische Portal neben mir bringt dich in den Sommerwald. Eine der Heimatwelten von Avala. Ja, gleich. Erstmal... Schau mal. Das hätte ich alles verpasst. Na, wo ich gehe erstmal in den Sommerwald. Ich schätze mal, das ist wieder hier so diese Hauptwelt und jetzt gibt es ein paar Portale. In die nächsten Welten. Reisen nach Sommerwald. 146 Schätze. Obwohl wir eigentlich 246 hätten. Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ich heiße Elora. Oh, hi.
Ich bin Spyro. Was bist du, eine Art Ziege? Ich bin ein Paun, Dobby. Oh, Entschuldigung. Kennst du die Edelsteinhauer in Glimmer? Ja, sie haben mir ein Souvenir gegeben. Sie nannten es einen Talisman. Sie gaben dir einen Talisman? Ist das was Besonderes? Ich habe ihn einfach in dein Handbuch gesteckt. Also, es gibt 14 Talismanen in Avala und sie sind alle magisch. Wenn du genug davon sammelst, kann man damit Ripto besiegen. Okay. Jäger, wo warst du denn? Ich hatte mich verirrt. Sparrow hilft uns, die Talismane zu sammeln. Ach ja? Ach ja? Sparrow, schau. Du kannst jetzt auf keinen Fall zum Drachenufer. Ripto und seine Monster haben die Burg hier im Sommerwald eingenommen. Du musst zu den Welten von Avala und die Bewohner dazu bringen, dir ihre Talismane zu geben. Bewahr sie im Handbuch auf. Hey, das kann ich auch. Wieso grillt der Drache Ripto nicht einfach? Jäger, du findest ja nicht mal deine Laufschuhe. Wie sollen wir dir 14 Talismane anvertrauen? Falls du Kugeln finden solltest, die sind auch wichtig. Aber das erkläre ich dir später. Okay, kein Problem. Ich sammle ein paar Talismane, trete Ripto in den Hintern und bis Mittag bin ich dann am Drachenufer. Klingt doch easy. Aber ich glaube nicht, dass es bis zum Mittag was wird. Das war ein Leben? Das war ein Leben, oder? So, ich schätze mal, hier kann ich dann erstmal nichts machen, ne? Noch ein Leben? Ein Leben. Du bist ja schon maximiert. Gut, sammeln wir noch ein bisschen hier die Edelsteine. Die Schätze. Heißen die hier eigentlich auch Schätze? Im Wasser? Kann ich schwimmen? Wahrscheinlich können wir dann später auch noch tauchen. Uiuiui. Spyro, das ist die Heimatwelt Sommerwald. Hier gibt es Portale zu vielen der Avala-Welten. Leider hat Ripto die Burg angenommen und wir brauchen deine Hilfe. Zuerst musst du in allen Welten, die du besuchst, Talismane einsammeln. Krieg ich hin. Erstmal unten einsammeln. Wahrscheinlich werde ich sowieso gleich runterfallen, aber erstmal das Offensichtliche machen. Gut. Wusch. Hallo Spyro. Ripto hat die Brücke zerstört, also musst du hinübergleiten. Drück Sprung und dann erneut Sprung, wenn du in der Luft bist, um zu gleiten. Jawohl, das kenne ich noch. Oh, da ist wieder so ein Geldsack. Der Name Geldsack. Die Libelle Sparks, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Je heller sie leuchtet, desto mehr Trefferpunkte hast du. Das habt ihr mir im ersten Spiel aber nicht erzählt. Nur, dass sie mir hilft. Habe ich erst in der vorletzten Folge oder so herausgefunden. So. Hey Spyro, du wirkst ja ziemlich agil. Probieren wir mal was. Versuch, auf diese erste Stufe zu kommen. Halte Sprung gedrückt, um höher zu kommen. Wow. Okay, nicht schlecht. Beim nächsten Sprung musst du gleiten. Drück Sprung und drück Sprung am höchsten Punkt des Sprungs erneut, um möglichst weit zu gleiten. Alles klar. Sehr gut. Jetzt versuch zu schweben. Drück Sprung und dann erneut Sprung, um zu gleiten. Drück am Ende des Gleitens Aktion, um zu schweben. Schwebend kommst du höher und weiter. Okay.
Ging das im ersten Teil auch schon? Sehr gut. Und jetzt zum schwierigsten Sprung von allen. Jetzt musst du alles geben. Geh zuerst los, springe, gleite und schwebe. Kurz bevor du den Rand der Plattform erreichst. Aber vergiss beim Schweben nicht, nach vorne zu drücken. Okay. Wow, du bist echt sportlich. Wenn ich noch meine Laufschuhe hätte, würde ich gegen dich antreten. Hier hast du eine Kugel für deine Sammlung. Wofür ist die Kugel? Errungenschaft freigeschaltet. Tja, warum nicht? Gehen wir erstmal dahin. Von da kommen wir nämlich. Also, da waren wir gerade, meine ich. Sehr cool. Hier unten geht's nicht. So, du willst ja bestimmt wieder ein paar Edelsteine haben, ne? Tja, Spyro, ich würde dir ja gerne zeigen, wie man unter Wasser schwimmt, aber noch lieber würde ich dir deine Schätze abnehmen. 500 Edelsteine! Alles klar, also müssen wir erst in die Welten. Reisen. Weiß ich nicht, in welcher Welt wir sind. Götzenquelle. Reisen nach Götzenquelle. Spyro, unsere Götzen sind zum Leben erwacht. Sie haben uns aus den Tempeln ausgesperrt und unser Essen gestohlen. Die brauchen Essen? Was ist das? Oh. Ist das schlimm? Nee. Hast du mal auf, den Typen da die ganze Zeit zu schlagen? Hier nix. Dankeschön. Aber erstmal. Das heißt ja, ich muss in die Welten nochmal zurück, um die Edelsteine zu sammeln. Weil jetzt kann ich noch nicht tauchen. Dann konzentriere ich mich erstmal nicht darauf. Klar, ich sammle ein bisschen ein. Aber wenn ich eh nochmal zurück muss. Au. Au. Mann. Dann muss mal was. Dann mache ich das erst später. Ordentlich. Diese Metallschilde machen Gegner unverwundbar für deinen Flammenangriff. Ja. Wenn du Stürmen gedrückt hältst, kannst du sie mit deinem Sturmangriff besiegen. Das weiß ich auch schon aus dem ersten Teil. Was ist eigentlich mit dir? Unbesiegbar. Oh no. Jetzt fängt ja auch wieder von vorne an zu zählen, wa? Diese Kugeln oben. Ein Leben. Der macht mir wieder die Tür auf. Sehr lieb von ihm. Bam. So, dann gehen wir weiter. Lässt du den Arm mal in Ruhe? Der hat dir nichts getan. Der hat dich sogar erschaffen.
500 Edelsteine brauchen wir. Du kannst die Kamera nach links oder rechts drehen. Echt? Mache ich ja nicht schon die ganze Zeit. Man. Hallo. Oh, das sieht aus wie ein Rätsel. Du machst ja nur die Tür auf. Später. Spyro, du bist ziemlich stark. Wenn du irgendwann mal einen festen Job suchst, komm zu uns. Aber jetzt sollst du erst einmal diesen Talisman bekommen. Dankeschön. Nehme ich gerne. Ein Götze. Da geht's nach Hause? Nach Hause. Noch nicht. Ein bisschen sammeln wir schon ein. Schau mal, was ich hier alles verpasst hätte, wenn ich jetzt einfach nach Hause gegangen wäre. Das brauche ich beim nächsten Mal dann eventuell nicht machen. Und wir haben schon fast die 500 Edelsteine. Da geht's noch weiter. Edelsteine, wir kommen. Was auch immer das war, ich nehme es. Schönes Ding. Bin ich ja doch wieder am Anfang. Wie viele? 400. 400 Edelsteine gibt es hier. So, der Rest ist, glaube ich, erstmal unter Wasser. Ne? Ja, nach unten. Dann rennen wir mal kurz wieder zurück. Au. So, aber da hinten ging es noch lang. Was haben wir hier noch? Wasser. Da ist nichts weiter. Na gut, wenn es da wieder nach unten geht, dann werde ich mal nicht da lang gehen, sondern ab nach Hause. Und dann lernen wir mal das Tauchen. Und dann müssten wir eigentlich nochmal schnell. Rückkehr nach Sommerwald. 588 gefundene Schätze. Und ja, sie heißen immer noch Schätze. Ah, schön. Jetzt ist da auch der Götze abgebildet. Heißt, wir haben es geschafft. So, dann. Hallo, Spyro. Möchtest du lernen, wie man unter Wasser schwimmt? Ich könnte es dir zeigen gegen eine kleine Gebühr. Sehr gerne. Ja, bitte. Toll. Okay, wenn du ins Wasser springst, kannst du dich an der Oberfläche bewegen. Ja. Mit Stürmen tauchst du unter. Unter Wasser kannst du mit Sprung paddeln und mit Stürmen vorstürmen. Verstehe. So, lange Rede, kurzer Sinn.
Wir holen noch die restlichen Edelsteine. Und wehe, ich kann jetzt immer noch... Hey, oh. Was? Nein. Doch, ist doch alt, oder? Ja, natürlich ist es alt. Wird das jetzt jedes Mal angezeigt, oder was? Spyro, unsere Götzen sind zum Leben ab. Warum sagst du mir das nochmal? Oh, ich sehe nichts. Kann ich unendlich atmen? Also irgendwie weiß ich noch nicht, ob mir die Steuerung gefällt. So. Oh, Unterwasserhöhle. Aber bevor ich da reingehe... Edelstein. Noch ein Edelstein. So, jetzt haben wir es gleich, oder? Was haben wir hier? Eine Höhle. Ich wurde hier mit all unseren Werkzeugen eingesperrt und diese riesigen Götzenköpfe lassen die Arbeiter erst rein, wenn wir ihre drei Rätsel lösen. Okay. Für das erste Rätsel musst du alle Blöcke gelb färben. Wenn du Probleme hast, komm wieder zu mir. Löse die drei Rätsel der Götzenköpfe. Okay. Was kriegen wir dann? Ja, ich verstehe. Easy. Wow, Spyro, du hast es geschafft. Nicht, dass ich je an dir gezweifelt hätte. Komm für die nächste Herausforderung zum Teich. Alles klar. Das ging ja noch. Was ist hiermit? Muss ich dann am Ende wahrscheinlich wieder zurück. Uiuiui. Uiuiui. So. Dieser Götze sagt, er hat Hunger und wird erst zufrieden sein, wenn er 10 Fische verschlungen hat. Sein Magen ist empfindlich. Er verträgt nicht alle Fischarten. Gelbe oder blaue? Rote will er nicht. Sparks. Ist ja irgendwie cool gemacht mit den paar Minispielen hier drin noch. Perfekt. Okay, Spyro. Schlechtes Sushi. Errungenschaft freigeschaltet. Eine letzte Herausforderung zu den farbigen Steinen. Dachte ich mir fast. Ganz am Ende. Okay, haben wir das auch schon mal. Macht mir mal wieder die Tür bitte auf. Das gefällt mir. Also, finde ich cool, dass hier noch ein bisschen was eingebaut wurde. Oh, au. Oh, ja, das war mein Fehler. Diese Seelensteine oder keine Ahnung, was es sein soll. So. Hier geht's nicht runter. Schade. Au. Hier haben wir kein Wasser, also kann ja auch nichts unten sein. Viel fehlt uns auch nicht mehr. 2 Kugeln gibt's hier. Alles klar. Eine kriegen wir vielleicht für das Abschließen der Rätsel. Macht mal bitte wieder auf. Ich warte.
der richtigen Reihenfolge auf die Steine, um das Rätsel zu lösen. Ich weiß nur, welcher zuerst dran ist. Den Rest musst du selbst rausfinden. Stern. Nein. Nochmal von vorn. Ja. Stern, Stern. Mond. Nochmal. Gibt's hier irgendwie einen Tipp oder so? Spring in der richtigen Reihe. Okay, Stern, Stern. Kugel. Nochmal von vorn. Ja. Stern, Stern. Viereck. Mond. Mond. Und Kugel. Geht doch. Gute Arbeit, Spyro. Du bist ziemlich schlau für einen Drachen. Ich habe für dich nur dieses glänzende Ding aus unserem Werkzeug. Schon mal eine Kugel. Ja. Da fehlt uns aber immer noch eine. Uiuiuiui.